Hallöle, hier ist dieser Ausdesser mal wieder, meldet sich auch mal wieder zurück und ich zeige euch natürlich gleich, was ich gedreht habe. Viel Spaß dabei! Hallo, ich zeige euch heute den neuen Wasserturm. 1895 wurde dieser gebaut. 1897 wurde er fertiggestellt, unter der Aufsicht des Architekten Paul Engel. Die Höhe des Turms beträgt rund 64 Meter. Im Zweiten Weltkrieg blieb der neue Wasserturm so weitestgehend verschont. Nur das Dach musste neu gedeckt werden. Nach einem Sturm 2005 war die Kuppel dann in das Dach gestürzt. Im Jahr 2006 gründete sich der Verein zur Förderung und Erhalt des Wasserturms. 2008 stand zur Diskussion, den Wasserturm zu einer Galerie zu machen. Das Dach ist nun neu saniert und es wird auch weiterhin an dem Wasserturm saniert, damit ein weiteres Wahrzeichen in Dessau erhalten bleibt. So, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt über den Wasserturm und ich hoffe, es hat euch doch ein bisschen gefallen und vielleicht kommt ihr ihn mal besuchen. Da war ich bei schönem Wetter unterwegs am Wasserturm, am neuen Wasserturm, um euch den ein bisschen näher zu bringen. Und euch auch wieder ein schönes Wahrzeichen von Dessau zu zeigen. Apropos Wahrzeichen. Ich habe vor, ein richtiges Intro für meine Unterwegs in Dessau Videos zu machen. Und deswegen werde ich mich jetzt auch recht kurz fassen. Denn ihr kriegt dann ein Überraschungsvideo. Vielleicht schon am Sonntag, wenn ich das bis dahin alles auf die Reihe kriege. Und ja, dann könnt ihr euch mal ein Bild machen und ich mich vielleicht noch ein bisschen interessanter mit meinen Ideen, Videos und so weiter und so fort. Und werde da ein paar Wahrzeichen zeigen, die ich natürlich noch begehen werde. Meine Haare spielen heute verrückt. Wir gehen wieder her. Gut. Dann verlabere ich jetzt auch nicht weiter. Ihr habt den Wasserturm gesehen, den neuen Wasserturm. Das muss ich noch lernen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Unterwegs in Dessau Video, denn ja, so richtig was zu erzählen habe ich jetzt eigentlich nicht. Freut euch dann auch irgendwann auf das Follow Me Around in meiner Wohnung. Und ja, dann sage ich schon mal wieder Tschüssi!